Flug 201 Transcontinental Airways ruft Beirut Kontrollturm. Alarmieren Sie auf alle Fälle Katastrophennotdienst. Wir bleiben bei Ihnen, 201. Drücken Ihnen beide Daumen. Großartig. Wundervoll. Wir müssen beide Aggregate austauschen, Captain. Wie lange kann das dauern? Ich schätze sicher bis morgen Mittag. Na schön, dann tun Sie Ihr Möglichstes. Okay, Captain. Das heißt, dass wir geschlagene 24 Stunden hier festsitzen? Sie haben es gehört, ich kann es nicht ändern. Kommen Sie, Jones, wir haben eine Menge zu tun. Himmel, ist das eine Wucht, dieser Rolls-Royce. Du? Und so eine Chauffeuse habe ich auch noch nie gesehen. Dann sieh lieber den Rolls-Royce an. Danke, Jenkins. Ich habe genug gesehen. Ein Fiasko ist es, eine Katastrophe. Ich brauche ihn lebend. Jede Einmischung seiner Freunde muss verhindert werden. Bin ich auch am Verdursten? Ich brauche unbedingt einen Drink. Sei pünktlich. Ich brauche etwas für Mimi, damit sie in Stimmung kommt. Das kannst du überall kaufen und besser. Roccos Methoden sind etwas primitiv. Der Doktor macht es geschickter. Nein, nein, nicht spritzen. Ja, wir hängen zusammen, wie die Kletten. Sie dürfen mich nicht eine Sekunde allein lassen, hä? Dann ist es okay. Dann gehen wir ins Hotel. Jones, kommst du nicht? Ich will nicht wieder davon anfangen, aber der Mann auf der Mauer beobachtet uns, seitdem wir hier sind. Die Sache muss irgendwo einen Haken haben. Für einen Handlanger, für den Sie sich ausgeben, riskieren die Kerle zu viel. Wenn du eine reine Weste hast, brauchst du doch die Polizei nicht zu fürchten. Reine Weste? Heißt das vielleicht, dass du mir auch nicht glauben willst? Ach komm, mit der Polizei sitzen wir hier fest, vielleicht für Tage. Ich hätte nichts dagegen. Ich umso mehr. Wir müssen spätestens morgen Mittag starten. Hören Sie, Jonesy. Haben Sie wirklich nichts auf dem Kerbholz? Ich schwöre Ihnen, Captain, nichts. Das ist die Wahrheit. Captain Faulkner? Sehen Sie da Zusammenhänge, Captain? Nach den Umständen, unter denen man Louise zu entführen versucht hat, schon. Aus welchem Grund hätte man es sonst getan? Vielleicht Inspektor Vans Mädchenhändler. Die besessen dann keinen schlechten Geschmack. Wir gehen jetzt in die tollste Gegend der ganzen Stadt. Ich finde, solche Tänzerinnen sind Geschmackssache. Gefällt sie dir nicht? Reichlich fett. Dafür ist sie eine tolle Köchin. Was macht dir das aus? Das macht mich verrückt. Und doch ist zwischen dir und mir ein Unterschied. Du bist ein ganz gemeiner. Hey, hör auf! Es tut mir leid, aber Sie wissen, dass Sie mich dazu gezwungen haben. Wenn Sie vernünftig sind, wird der Kleine nichts passieren. Jetzt warten wir nicht länger. Wir gehen endlich zur Polizei. Das sage ich auch. Nicht zur Polizei. Das würde ich nicht riskieren. Riskieren? Und was wird inzwischen aus Franzi? Du traust tatsächlich diesem Mann? Schicken Sie Mr. Jones zu uns herüber. Komm, Jamie, machen wir ein bisschen Dampf auf. Tommy!
Willkommen in Bayreuth.